Opa Klausi am Stissel hier. Hä? Was hast du gesagt? Opa Klausi am Stissel. Rede mal lauter. Ich rede noch laut genug, du Hohlbirne. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands. Und das Geile ist, es ist wirklich eine neue Folge und damit herzlich willkommen. Ja, es geht direkt weiter, würde ich sagen. Ja. Ist das eine neue? Ja. Ja. Mein Gott! Yes. Komm her, du Sau! Du hast mich abgezockt! Wir müssen zu Coop! Wo hast du meine Mutter versteckt? Wo hast du meine Mutter versteckt? Wo ist mein Rollator? Ich renn ins Coop! Geh da hin! Ich schieß dir gleich in deinen fetten Arsch! Dann nehme die Herausforderung an! Geh was? Was am Arsch? Was? Was am Arsch? Was? Hose im Arsch? Ih, du perverse Sau! Ja, meine Hose ist doch im Arsch! Ich glaube, was die Leute sich denken müssten, wenn die das ja, sehen, das ist wirklich verstörend, du Dreck. Humorvoll verstörend. Ich konnte nicht anders, das war gerade so lustig dann. Vom Weg hier, Opa Klausi am Stüssel! Kennt ihr nicht den, der Kohliger und so nachmachen kann? Mit seiner Stimme? Warte, ich muss mal ganz mal die Zeit notieren hier. Wie hieß der nochmal? Ach, für das Best-of meinst du? Genau. Oder Epic Fail Part. Meine Little Smiler. My little Pompa. Alter Schwede. Die Leute denken sich bestimmt auch, was haben die für einen Stoff geraucht? Den will ich auch haben. Na, Stoff. Oder die raten, Moment, uns weniger zu nehmen. Moment. Aber Leute, ihr müsst verstehen, diesen Stoff könnt ihr euch nicht leisten, denn wir sind seit unserer Geburt so. Hä? Versteht ihr? Also ich ziemlich nicht dazu. Also ich glaube, ich trenne mich mal. Also ich ja, ich auch. Also ich auch. Ja, komm. Ja, ich auch. Nein. Also das ist Tavis Werk, das ist nicht unser Werk. Das soll heißen, so viel Stoff. Wir haben gar nichts geraucht. Wir sind von Natur aus bekloppt. Das soll das heißen. Warum sagt er mal wir? Ja, wir. Du bist doch. Du bist doch der meisterhafteste Gestörte von uns, Gravi. Ja, gut, also Meister, klar, Meister bin ich. Meisterhaft gestört. Tüste. Seit Jahren ist hier kein Versorgungstransport angekommen. Es gibt keinen einzigen Beleg, dass sie je eine meiner Handelsstationen benutzt hat. Aber irgendwoher muss sie ihr Zeug doch herbekommen. Auf geht's, Marcus. 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 Von hinten. Was haben wir denn hier? Marcus von hinten. Ist der denn hier nicht in New Haven? Marcus? Was habt ihr gesagt? Wir müssen nach New Haven. Ja, bescheiden. Ich hab keine Ahnung, was ihr meint. Alter. Prügeln. Ja, moin. Puff. Rotkugel, du Arsch. Oh, Küste. Oh. Küste. Ey, Leute, guck mal. Er hat das Fressen. Oh. Ey, Gravi, guck mal. Der hat das Fressen wortwörtlich genommen. Hier. Hä? Guck mal, der Dude hier. Ich hab gesagt, fress Rotkugeln. Der hat das wortwörtlich genommen. Oh! War das Schrot oder Schrottkugeln? Was ist los? Ich komme noch rechtzeitig! Ja, das ist aber nett von dir. In der letzten Runde. Ja, kriegt ein bisschen Heilung. Oh yeah! Ich wurde durch das Psychopathen Granate weggeflext. Oh. Das kommt auch nicht so häufig vor. Tavi, was ist mit dir los? Dieses weggeflext, das hat sich so angehört, als meinte er, ja, das weggeflext, was man immer meint. Hä? Er hat doch Granate dazu gesagt. Ab nach New Haven. Granate, weggeflext. Wegflexen. Hä? Oh Mann.
Ich check was die gerade echt nicht. Ich tut mir leid. Amateur, was für Amateure. Ja, vor allem Granate. Wir sind viele Profis, deswegen regen wir uns auch die ganze Zeit auf. Einfach mit Profis arbeiten. Ja. Wegflexen. Was hat das mit Granate zu tun? Ja. Eine Granate explodiert nur. Ja. Ja. Im Liebesakt explodiert. Weggeflext. Der verstehst du? Kontext hat nicht gepatzt. Ich hatte keine Rolle mit einer Granate. Und wenn du quasi im Liebesakt dich wie eine Granate benimmst, dann brauchst du dich eigentlich nicht zu wundern, warum du eigentlich immer Single bleiben wirst. Der Kontext war nicht... Ich hab schon ein paar Chicas. Okay, ich denke mal, wir können erstmal wieder auf das normale Niveau zurückkommen, weil ansonsten wird das lustig, als hätten wir ein Niveau. Unser Niveau ist, Niveau. Wo? Niveau. Wo? Wo Niveau? Ist denn das Niveau? Wo bist du? Niveau. Ich bin hier. Irgendwie nicht vorhanden, das Niveau. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dateifehler. Ja. Error. Niveau Exe don't existieren tut. Alter, ich hab die ganze Zeit mit der Level 10 geschossen hier. Ein legendäre. Level 10? Du hast doch so etwas. Ja, Alter. Die ist richtig heftig. Die macht 112 Schaden. Warum Level 10? Was wollte ich sagen? Level 13. Es tut uns leid, falls unser Niveau ein wenig zu hoch für andere intellektuelle Grenzbestien ist. Warum entschuldigst du dich? Und welches Niveau? Ich verstehe dich nicht. Mal sehen, Heatgrinder, die will ich mal raus. Ich entschuldige mich für unser nicht vorhandenes Niveau. Ja, aber dafür entschuldigt man sich nicht, wenn man kein Niveau hat. Ich weiß. Warum entschuldigst du dich dann? Weil ich's mach. Verstehst du nicht. Na gut, weil das kann. Dann weil ich's kann. Wenn man kein Niveau hat, alles klar. Genauso wie, weil ich mich mit Dings an... Weil ich mich mit Ladies aus... So, Erics Fran. Aus... Auf nach New Haven. Verstehe. Also diese Kanone hier, also Meat Grinder. Ja. Ja. Die hat ein riesiges Magazin. Zwar eine extrem geringe Schussfrequenz, aber 86 Schuss. New Haven. Nach New Haven. New Haven, um Eric Franks zu finden. Genau, Old Criminal Logger hin. Ich gebe dir mal einen Tipp. Behalte dir diesen Namen sehr gut im Kopf, den Namen Eric Franks. Eric Cartman. Ja, das erinnert mich. Kennt ihr die Folge, die allererste Folge, wo Cartman eine Analsonde implementiert bekommen hat? Von Aliens? Ja. Hier, ich habe übrigens Eric Franks gefunden. Ist er da hinten? Ja, da ist er. Ach da. Er hat sogar noch eine weitere Mission. Moin, Eric. Richtigkeit. Ich wollte das doch machen. Ah, ich finde die Mission hier geil, die hier kommt. Sei gegrüßt. Ja, mit dem Dingsraum. Die wird cool. Wir können jetzt hier einen Container finden und auch rüber hinaus noch Müll für die Gerechtigkeit noch mitmachen. Dann machen wir erstmal Müll für die Gerechtigkeit. Was haben wir denn hier Schönes? Der hat noch irgendwas? Nee. Nee. Achso, das ist das. Ich bin froh im Moment Single zu sein, ehrlich gesagt. So, nee, ist es ja gar nicht. Da oben oder wo? Also, der Container, den weiß ich noch, und seine Wertsachen, die sind hier, auf der Müllhalde. Ja, alles klar. Dann gehen wir da mal hin. Nein, ich habe keine Zeit für eine Freundin. Kostet Zeit und Geld. Ist doch so. Genau wie eine Nutte, nur dass wir den Stress nicht. Und da brauchst du keine Zeit rein. Okay, Gravi, der war nicht witzig. Der war gravierend. Wer hat denn gesagt, dass es witzig sein sollte? Eieieiei. Das war total ernst gemeint. Ja. Ist es da auch so oder nicht? Habe ich jetzt Unrecht? Nee. Ja, hast du. Echt? Warum? Erzähl mir, was daran falsch ist. Man sagt doch sowas nicht. Hä? Nutten? Mensch. Man sagt sowas nicht. Man sagt professionelle Entertainerin.
Entertainerin sind das, Alter. Ja, klar. Sind das denn etwa alles Piraten, weil sie entertainen? Ja, genau. Also einer hat's gecheckt. Also findest du, dass ProSieben voller Nutten besteht? Weil die sagen, we love to entertain you. Oh. Also das finde ich jetzt hart, Tavi. Das finde ich jetzt wirklich hart. Das hast du gesagt. Das war nicht meine Aussage. Aus deinem Kontext. Du hast aber damit angefangen. Aus deinem Kontext. Nee. Nein, hab ich nicht. Ha, jetzt wird das leugnen. Ja, das war aber ist alles in der Aufnahme. Alles in der Aufnahme. Das war Krabbis, So, schmutzige Zeitschriften habe ich gefunden. Schmutzige Zeitschriften, Mama mia. Da ist wohl jemand eine perverse Sau. Hey, da. Ja, Eric Franks. Deswegen suchen wir extra für den Typen hier schmutzige Zeitschriften. Na toll. Wo auch schon einige Seiten verklebt sind. Oh! Da stand eine Beschreibung mit drin. Der Junge hatte Spaß. Und wie Spaß der hatte. Das ist doch schön, oder nicht? So, taub gegen Stimmen, abgeschlossene Herausforderung. Man kann sich doch immer für andere Leute freuen, Tavi, Mensch. 2000 EPs dafür bekommen. Nee, bei diesem Spaß nicht. Hä? Nee, der Spaß, den der Eric... Gönnst du den anderen Leuten nichts? Der Spaß, den der Eric Frakes hatte, ist mir zu eklig. Ach, du stellst dich aber an. Nee, die Seiten sind schon ganz verklebt. Ja, und? Ja, das riecht doch alles nach Eierschleim oder so. Was? Was? Also ich Eierschleim. Angelegenheit mich raus. Ja, ich möchte dazu auch keinen Kommentar geben. Sarkasmus, Mensch, Sarkasmus. Das hört sich nicht nach Sarkasmus an. Nach Sackkasmus, ja. Das war ein Sackkasmus. Mann, das war Sarkasmus. Sackkasmus. Ich merke schon, ihr. Haben wir auch das? Dann einmal dort hinten, da bin ich ja gleich auf dem Weg. Oh, du bist echt, Alter, du bist ja richtig schnell hier. Ja. Entspanne, ich werde ganz paranoid hier. Mein Gott, willst du mir Konkurrenz machen? Da komme ich gar nicht mehr hin auf das Niveau. Ich glaube, ihr versteht meinen Humor manchmal nicht. Na, Humor habe ich bisher noch gar nicht gegessen. Wie soll denn das schmecken? Ich auch nicht. Nein, mein Humor. Nicht Humor. Ich bin hetero. Humor. Der Hümer, der ist ja in Sinsen. Und wenn du den Romea sagst, ja, das war hier, glaube ich, ein Grieche, oder? Es gibt gleich ein Rage-Tweet. Ein Alt-F4-Rage-Crit. Na, das nützt dir aber gar nicht, weil so kommst du definitiv nicht auf Level 30, wenn du einen Rage-Crit machst. Genau, also wir müssen ja fertig werden hier, ne? Also. Abgesehen davon, du läufst hier in die falsche Richtung, wir müssen da hinten lang. Was? Pacha läuft einfach vor. Wir entdecken einfach nur mit dem Kopf. Ja, ja. Ja, ja, genau, ja. Passt, passt, passt. Oh Mann, ey. Nee, jetzt mal ohne Mist, ihr versteht doch meinen Humor, oder? Ja, natürlich, wir verarschen dich nur, Mensch. Ja. Ich war mir gerade einen Moment nicht sicher. Doch, natürlich, klar. Na, weil das halt eben so authentisch mit rüberkommt. Das muss doch authentisch sein. Ja, ja, vielleicht war mein Humor zu, wie heißt das? Zu intellektuell. Intellektuell? Hä? Intellektuell? Hier? Das, kann man das essen? Intellekt und hier. Also unsere Aufnahme, das passt nicht. Intellektuell. Wenn der Intellekt oder was? Hinter und geleckt war der. Ja, ja, kommt hin. Ja, kommt hin. Opa Klausi! Opa Klausi muss dir, glaube ich, den Arsch versohlen. Du bist gerade an der Müllkiste vorbeigegangen. Hä? So, einige Seiten kleben zusammen. Müll für die Gerechtigkeit. So ein Müll. Du Drecksbund! Und der letzte ist natürlich in New Haven. Was hast du mit meinem Heftchen gemacht? Gelesen. Hab ich unter deiner Bettdecke gefunden. Und warum klebt die Hälfte? Weil ich dich angeleimt hab. Tütüsch. Ich glaube. Also ich muss sagen, unser Niveau ist in dieser Session noch ein bisschen tiefer als sonst. Eine Frage, war unser Niveau in der Borderlands Session jemals hoch? Ja, ich glaube, das geht eigentlich nicht tiefer, aber doch, es geht. Doch. Unser Niveau. Mit anderen Worten, wir können pro Folge das Niveau so weit nach unten setzen, dass wir am nächsten Aufnahmebereich
ja aufrecht locker drunter durchgehen können. Ja, ja, genau. Ja, ja, kommt hin. Ja, finde ich gut. Gehst du mal zu Helena Pierce und lässt mal hier noch ein paar Jobs an, damit Claptek nicht uns noch weiter nervt. Ups. So, erstmal so, zu den Erik. Ja, der Ermittlung in Old Haven. Oh, das ist eine schöne Mission. Ja, erstmal zu Erik hier. Im Sinne von schlüpfrig, klebrig, schön oder schön im Sinne von schön? Nee, schön. Also was die Rauchsignale betrifft, da werde ich dir, kann ich dir schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Das wird unter Umständen eine nervige Mission werden, weil da lernen wir jetzt endlich mal richtige Gegner kennen. Und ich habe gedacht, wir lernen endlich mal unser Schnucki kennen. Da hat sich das minutenlange Training endlich ausgezahlt. Minutenlange Training in Folge von mehreren Parts? Genau. Ja? Oh Gott, wir sind bestimmt schon 10, 12 Stunden dran, kann das sein? Wenn nicht sogar länger. Ja, 10 auf jeden Fall. 10 auf jeden Fall. Gefühlt 10. Jo, mach mal die Kiste mal auf. Da ist eine Überraschung drin. Entschuldigung. Warum geht's auf mich los, kleiner Benner? Kleiner Arsch! Alter, was haben die denn alle zu fressen bekommen, ey? Und deinen nicht vorhandenen Stumpf. Ja. Friss Schrotkugeln, du Sau, du! Die hatten alle Schnitzel gegessen. Der eine Huhn, der eine Schwein. Der hatte Schwein gehabt. Kein Wiener Jägerschnitzel. Melde dich bei Helena Pierce. Spaghetti Bolognese. Melde dich bei Helena Pierce. Die 973, die 4 in die 973, bitte. Die 4 zu 63, die 4 zu 63. Ich hab manchmal echt das Gefühl, dass die Saturn-Mitarbeiter ihre Mitarbeiter waren, wenn ein Kunde sie sucht. Kann das sein? Ja, das kommt aus... ja, ich weiß, Mario Barth. Aber das ist doch so, kommt einem so rüber. Weil immer, wenn du einen Mitarbeiter suchst, findest du keinen. Das ist wirklich so. Dann machen wir es mit Old Haven, oder? Na, Old Haven, das können wir später machen. Wir können erstmal noch hier Rust Commons East noch mitmachen. Da können wir hier... Ja gut, okay, das geht auch schnell. Moment! Ja. Wenn der Baba spricht, seid ihr still. Gut. Welcher Baba? Der Claptrap. Quatsch. Bei mir redet er gar nicht. Der hat gerade gesprochen. Nein, weil du dir die Untertitel gar nicht anhast. Hier, Scooter hat eine Aufgabe für dich. Ja, mach mal, nimm mal. Scooty, meine... Scooter in the house. Scooty, my best friend, BFF. Du... Best friend, BFF? Ja, meine BFF. Meine BFF. Best Friends Forever. Nein, nicht okay. Best Friends Forever, sondern Best Fall from Cliff Friend. Also bester Freund, der mit mir immer von der Klippe fällt. Ich glaube, das mit dem Englisch musst du vielleicht noch einmal üben. Ja, bitte lass es. BFFCF. Best Alter. Friend Falls from Cliff. Yes. Hurra! So, Sekunde, ich bin schon gar nicht mehr im Menü. Das war jetzt quasi die Verzögerung. Ich bin aus dem Menü rausgegangen und nicht mal eine halbe Millisekunde später hast du schon geklickt, aber das hat wohl noch gezählt, dass ich im Menü war, wo ich gar nicht mehr im Menü drin war. Alles klar. Also, Borderlands 1 klappt. Borderlands 1 ist echt super programmiert. Es ist ein geiles Spiel, muss man zugeben. Das Spiel ist gut, aber es ist beschissen programmiert. Teilweise. Da gibt's bessere. Schlechtere. Ja. Nee, Borderlands 2 fängt, glaube ich, an, besser programmiert zu sein. Borderlands 2 ist Hammer. Aber Borderlands 1 ist ja Katastrophe programmiert, ey. Was? Na, du musst mal davon ausgehen, das war 2009. Ja, das waren noch Zeiten. Da steckt ja noch so viel in den Kinderschuhen. Ja. Ey, ich muss euch gleich unbedingt mal ein Foto schicken. Wollen wir erstmal ein bisschen weiter? Ja, ich weiß, mach ich ja. Machen wir auch. Ich meine, ich schick euch gleich mal ein Foto, wo meine Chica versucht hat, mich zum Posen zu bringen. Auch nein. Doch. Bitte nicht, Tabi. Bitte nicht, Tabi. Doch. Tabi, nein. Das ist lustig geworden. Ja, ich glaube für uns, ja, aber...
Für die Zuschauer ist das nichts. Das ist FSK 21. Das kriegt ihr nicht zu sehen. Und was ist, wenn wir schon jetzt 21-Jährige am Start haben? Was ist dann mit denen? Stimmt, dann FSK 22. Du müsstest das am besten so machen wie jeder Mathematiker. FSK Alter plus 1. Wollen wir? Ja, ne? Wollen ja. Komm, ja, genau. Dann wirst du das niemals erreichen. Ich bin 22. Ich bin 22. Wie alt seid ihr? Du bist Gravi, du bist doch bestimmt 24, oder? Alter. Also diese Thematik hatten wir schon mal gehabt beim... Ja. Stimmt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Part das war. Stimmt. Ja. So. Und ich bin älter als 24, genau. Das war noch Zeiten, als ich noch 24 war. Mensch. Stimmt's auch nicht. Sei doch froh, dass ich dich so jung geschätzt habe. Ich werde immer jung geschätzt. Den letzten war ich auch noch nie der Beste. Komm schon. Jawoll. Das ist ein Kompliment gewesen. Ich weiß. Kompliment? Ein Kompliment. Kompliment. Ein Kompliment. Eine Competition, anders gesagt. Ja. Na, Competition hat nichts mit einem Kompliment zu tun. Doch. In dem Sinne schon. Eine Kompetition. Na ja, was läuft hier? Komm her. Gut, rein zu wollen, aber doch. Wir diskutieren jetzt nicht darüber. Sonst kommt Opa Klausi und haut dir den Arsch voll. Das will ich sehen. Ja, das ist ein bisschen. Opa Klausi kommt jetzt und schießt dir in deinen fetten Arsch. Ist Opa Klausi ein bisschen bitte viel? Puren, ich lasse es lieber. Hä? Flüster es. Ja, ja. So. Hast du recht. Sag ich doch. Ja, danke. Ich weiß, dass ich gefühlt eine gespaltene Persönlichkeit habe. Gefühlt? vielleicht ein Nebeneffekt von meinen. Vielleicht ein Symbiont. Kommst du dann nur auf eine gespaltene Persönlichkeit? Vielleicht ein Symbiont. Machst du gerne eine Symbiose mit deiner gespaltenen Persönlichkeit? Warum nicht? Ja, warum nicht? Nee, jetzt mal Real Talk. Jetzt mal Real Talk. Reales Reden, Alter. Geht los. Wenn... Wo müssen wir hin? Einer von euch, also von den Zuschauern... Ach, warte mal, du fährst gerade hier. Nee, stimmt. Also, was ich gerade sagen wollte. Wenn einer von den Zuschauern, das ist jetzt Real Talk, sprich, ich rede jetzt keinen Scheiß, Claptrap Fresse halten. Was redet? So. Oh, warte mal, da kann man ja die Sniper. Psst. Also, wenn einer von euch wissen möchte, Erfahrung. Ja, erzähl. Erfahrungsbericht mäßig. Wie es sich lebt mit Borderline und schweren Depressionen, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich dazu ein extra Video. Ja. So, Nummer 1. Weil das in unserer heutigen Gesellschaft so verpönt ist, fange ich mal an, einfach mal die Hosen runterzulassen und zu sagen, ja, ich habe... Symbolisch gesehen. Ja, ich habe psychisch einen an der Waffel. Das haben wir alle. Oh. Ja, stimme ich dir zu. Und ich hatte vielleicht ein paar Jahre lang Probleme mit selbstverletzenden Verhalten. Oder wie andere sagen. Also findest du hier kurze Nebeninformationen? Würde ich jetzt nicht wirklich in einem Partner hineinnehmen. Ja, würde ich auch nicht machen. Also, nee, das ist Real Talk gewesen, ganz kurz. Alter, ja. Das war Real Talk. Nee, ich nimm's einfach mit rein, weil warum soll ich das verstecken? Warte. Weil eigentlich gerade nicht Thema war. Ja, aber... den Geschütz möchte ich. Ich weiß. Ja, ich sterbe. Ich weiß, dass das gerade nicht Thema war. Aber. Ja. Gefühlt wollte ich das mal einfach nur. Oh. Ach, verdammt. Also in losgelassen. Parat losgelassen. Losgelassen eher in dem Sinne, weil ich gerade gestorben bin. Deswegen habe ich ja gerade losgelassen, was eigentlich. Ja, du weißt Bescheid.
Ja. Nee, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich weiß, das ist eigentlich kein Thema, das man so in einer Gaming-Session besprechen sollte. Das würde ich in Stream reinhauen. Aber... Oder in Kanalvorstellung oder sowas. Ich, was? Meinst du? Ja, halt dich vorstellen, damit die Leute wissen. Ah, okay. Ja. Ah, das Problem ist, wenn man das im Stream macht, dann heißt es doch, dann wird immer gesagt, nee, du willst doch nur Aufmerksamkeit. Und was ist so mit den regionalen Parts? Dann machen wir wohl keine Aufmerksamkeit mehr damit, oder was? Es kann doch nur besser als Fortnite sein, also ehrlich. Wird das eigentlich noch von echten Spielern noch mitgespielt, oder ist das hier wirklich nur noch hier ein Kleinkinderverein? Ja. Kleinkinderverein. Nee, was ich meine ist, klar kommt das so rüber, als wenn man Aufmerksamkeit, aber ich meine... Ich meine damit nicht, dass ich Aufmerksamkeit möchte, sondern ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema wichtig ist. Ja, ist es ja auch, das stimmt. So. Ja, das stimmt. Das aber ist ein Thema... Ein bisschen, ja, ich weiß, es kam... wie heißt das? Unexpected. Also es kam unerwartet, ich weiß. Das hätte man vorher absprechen können, ja. Aber hat's einfach gesagt, alles gut. Hast du ja einfach so gesagt, ohne vorher mal abzusprechen und jetzt kommst du damit. Ja. Das ist ein Zombie. Ich war ein bisschen verpeilt, sagen wir mal so. Und ich sterbe gerade. Habe ich jetzt nicht real life, oder? Du bist doch gar nicht gestorben. Ich zum Beispiel, ich sterbe jetzt. Ja, Entschuldigung. Du hast meinen Kill geklaut. Alles. Das war meiner. Quatsch, war meiner. So. Ja, ich weiß. Geh noch weiter. Aber wir können uns gerne mal darüber in einem Stream theoretisch unterhalten, wenn ihr darauf Lust habt. Über das Thema generell. Jetzt nicht speziell über meine Probleme, sondern über das Thema generell. Na, im Allgemeinen darüber können wir ruhig ja schnackeln, aber ich denke mal, so etwas Persönliches sollte nicht wirklich in einen Part mit hinein. Genau. Ganz ehrlich. Noch nicht mal in einen Stream, ganz ehrlich. Also das ist jetzt so meine bescheidene Meinung. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich das habe. Oh, Entschuldigung. Fuck. Ich brauche mal ein bisschen Hilfe hier. Ich bin schon unterwegs. Ich habe nur gesagt, dass ich darunter leide. Ich leide auch gerade. Aua. Ich leide auch gerade. Alles klar. Wie heißt das? Aber, wie heißt das? Komm schon. Warum ich das jetzt habe, da hast du recht, das geht keinem was an. Also warum ich das habe. Naja, doch, auch, aber sowas packt man nicht zu. Der Steger gehört mir. Ja. Nee, also sowas geht natürlich niemandem was an, da gebe ich euch recht. Ja, doch. So, Achievement freigeschaltet, ich bin der Meinung. Alter, Tellerkopf! So, hab ihn. Lol. Alter, hier. Wunderbar. Hier dein. Warte. Jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ich melde mich bald wieder. Ist für dich. Ja, ist für dich. Oh! Mein Schnucki war wieder da. Alter! Okay, die kannst du haben. Sag mal. Ah, liebe Schmidt. Ich kann ihn nicht benutzen. 31? Nein. Also. Ja. Hm. Nee, ich. Ich wollte halt einfach, wie heißt das, das Thema ist halt so verpönt, sagen wir mal so, dass die Leute sich darüber gar nicht trauen zu reden. Deswegen habe ich gesagt, komm. Folgende. Ne? Deswegen sage ich jetzt speziell, komm, ich rede einfach drüber und lass sozusagen, seelisch, kann man das so sagen, seelisch die Hose runter und sag, hier, ich leide daran und das ist nichts Schlimmes. So, das nochmal so.